was geht ab? Willkommen zu einer neuen Episode der Icon 5 Bewerber. Inzwischen schon Episode 9. Richtig. Und heute mit Riton. Ein Applaus für Riton. Und noch einen albanischen Adler. Ich hoffe, euch geht's gut, Leute. Genießt diese Episode. Ihr werdet heute auf jeden Fall Content sehen. Krassen Content. Ah, weißt du, was wir machen? Du machst jetzt dein Gesicht. Oh, Scheiße, wenn ich lachen muss, kann ich nicht. Ja, das ist ja echt kein Filter, Alter! Ich dachte, das ist ein Filter, Digga! Ey! Walla, wie krass ist das denn, Alter? Ey, Junge! Okay, das war's für heute. Du musst noch ein Thumbnail machen. Ah, stimmt. Boah, du musst auf jeden Fall dein Gesicht machen, Bruder, fürs Thumbnail, oder? Okay. Geh so näher so. Nein, noch näher. So? Ja. Das muss so cringe sein für die Leute, Alter! Ja. Ohne Spaß. Wir haben schon einen Spaß, wir wollten gar keinen Thumbnail mehr. Wir wollten einen Clip. Wirklich jetzt? Ey, seid mal ehrlich, wie findet ihr den Icon 5, Udi? Chat? Der ist neu. Emre hat 5, 6 Sachen bekommen. Die haben mir alle gepasst. Ich auch, aber mir hat nur das gepasst. Alles cool, andere passt mir nicht. Verlost mal Hoodie. Ja, das könnte man mit Colin mal besprechen, ob man ein paar Icon 5 Sachen verlost an die Community. Das kann man vielleicht sogar organisieren. Das müsste klappen. Das kriegen wir hin. Ja, ja. Wir gehen rein und gucken. Die sehen auf jeden Fall ziemlich jung aus, die Jungs. Ja. Emiro, danke dir für dein Sub. Alter, ich dachte gerade, das gehört zum... Nein, nein. Hä? Ey, Walla, nicht schlecht. Ey, ohne Spaß, ich hätte das nicht erwartet. Die sind 11, 12, ne? Mein Gott. Voll süß, Bruder. Ey, er ist 12 und sagt, ich sitze am Esstisch, obwohl ich keinen Hunger habe. Weißt du, das ist schon Ansage so, Junge. Für sein Alter, Junge, was hat der erlebt, Bruder? Ich will mit dir reden. Guck mal, die haben auf jeden Fall Potenzial, was die Stimme angeht. Das, was die sagen, ist natürlich jetzt... Ne, so, außen vor. Ne? Aber das Musikalische nur. Aber die Stimme ist da, Bruder. Ohne Spaß. Muss man sagen. Ein gutes Gefühl. Und für das Alter? Eine gute Melodie. Ja. Voila. Safe. Hä? Geil. Ey, ey, vor allem, warte. Fang du mal an. Vor allem bei ihm, ne, bei ihm jetzt, das, dieses Superstar kommt so geil, ne? Ja. Hör mal, lass uns das mal noch mal ganz kurz hören, nur diese Stelle. Komm an, das ist so geil. Boah, Walla. Krass. Für das Alter, Alter. Was ist das, Alter? Komm, Riton, fang nur mal an. wie lange der geklatscht hat? So der Letzte in der Schule, der immer in der letzten Reihe noch geklatscht hat. Ohne Spaß. Am Anfang dachte ich mir so, okay, das wird vielleicht Trash jetzt, ne? Mhm. Weil die so jung sind. Aber Digga, ohne Spaß. Soll ich schon bewerten? Ja, du kannst ruhig. Ja, oh, komm, mach mal machen. Obwohl, warte, sag jetzt mal deine Meinung weiter und dann kannst du bewerten. Ohne Spaß, die haben mich gerade überzeugt, das war wild. Mhm. Ich hätte das nicht erwartet, vor allem so vom Überraschungseffekt, richtig krass. Ja. Das meine ich, so vom Überraschungseffekt, wow. Zwischendurch paar, so man kann es halt nicht ernst nehmen, was die... Weil die jung sind, weil ne? Weil die jung sind. Aber das heißt nicht, dass sie das nicht cool rüberbringen können, aber sie bringen es cool rüber. Richtig. Und man kann es sich trotzdem anhören, so die Hook ist geil. Am Ende Superstar und ich bringe meine Bars oder was auch immer. Das war ich zum Beispiel nicht so cool, aber der Rest... Die sind ja auch noch ziemlich jung. Wortschatz ist jetzt nicht so ausgeprägt, müssen, weißt du? Darf man nicht vergessen. Aber musikalisch super. So Mark Forster in Jung.
Ohne Spaß. Könnte so ein TikTok-Sound sein. Ja, ja, echt, das könnte wirklich so ein TikTok-Ding werden. Also, wenn man da ein bisschen mehr Arbeit reinsteckt und Professionalität, ist auf jeden Fall krass. Die müssen halt ein bisschen an der Lyrik arbeiten, das ist halt das Schwierige bei den Jungs. Das Problem ist, was wollen die erzählen so in dem Alter? Weißt du, was ich meine? Und wer soll denen das dann quasi glauben? So, die sind jünger als ich, was wollen die mir erzählen? So, weißt du, was ich meine? Das ist ja bei Rap immer so. Ja. Aber wenn die es real halten und wenn die jetzt nicht plötzlich irgendwas erzählen, was gar nicht der Realität entspricht, dann könnte es vielleicht cool kommen. Ja. Es kommt drauf an, wie die es verpacken werden, weißt du? Oder man darf das auch nicht so ernst nehmen. Das ist süß, Bruder. Und die haben Spaß, die sind cool, Bruder. Ja. Muss man supporten. So. Man muss auch nicht immer alles haten, Bruder. Ja, ja, so. Also ich sag, was ist das? Brandneu? Brandneu, also wie modern ist es? Ist altmodisch. Ohne Spaß, eine gute 4. Ja. Würde ich sagen. In der Genre Superstar. Doch. Superstar! Ja, 4. In der Genre doch, kann man auch süß machen. Ja. Ist das nicht dein Account, Digga? Das ist mein Account, ja. Aber dann, Rita, komm, mach einfach. Okay. Aber wie? Du gibst die Punkte in die Rita jetzt sagt. Okay. 4. Auftreten. Die haben schon gut mit der Kamera gespielt. Ja, das war, sah so ein bisschen steif aus zwischendurch und so. 100%. 3. Ja. Ja, ist korrekt sogar. Ist korrekt. Ist sogar sehr fair. Ohrwurm, 6 von 10. 6 von 6. Ohrwurm, also das zweite. Ohrwurm? Was sagst du? Ach so, Ohrwurm meinst du? Ja, Ohrwurm. 6. Ja, 6. Okay. Superstar! Doch, doch, ich wollte das heute den ganzen Tag singen. Doch. Warte, die bleiben im Kopf, ne? Ja. Lyric 5. Hä? Was? Du hast gerade gesagt, Lyrik ist gut, Digga. Nicht 5 wie in Mathe, Bruder. Ach so. 5 ist gut, ne? Nein, 2 meinte ich. Also, ich habe gerade nach Noten gemacht, Jungs. Und Flow würde ich sagen, eine 3? Nein, eine 4. Es geht auch um die Betonung, ne? Ja, die 4 haben ja mehr nur gesungen, halt 4. So. 4. Ja. Ja, ist süß. Ist eine stabile Bewertung für die Jungs? Eine sehr gute Bewertung. Habt ihr von Riton bekommen, Bruder? Ja. Einmal Jungs. Herzen für Riton. Allein Herzen. Ihr wisst, wo ihr euch zu melden habt. Der nimmt euch ich nehme euch unter Vertrag, Leute. Bei Dardan. Genau, bei Dardan unter Vertrag. Der macht das schon. Meldet euch bei mir. Ich kläre alles ab mit dem Management und so. Ihr wisst, was ich meine. So, ich selbst, ne, krieg nicht mal was für mich hin, aber für euch kriege ich natürlich was hin, Leute. Ihr wisst, was ich meine. Ja, Emre, dann lass mal Plätze tauschen. Echt? Nein, ist scheißegal. Ist doch dein Account. Alles gut. Ich sag dir. Ja, okay. Okay, die nächste ist Azelia. Das ist die dritte Female-Artistin. Ich glaub, ich weiß, dass das mich reich macht. Rede nur Business Talk. Ansonsten komm ich nicht weiter. Baby, vermiss die Love. Doch ohne dich werd ich weiter. Ja, Bruder, liegt das an den Kopfhörern oder warum übersteuert das so? Also, es wird aufgenommen mit Styropor-Mikro oder so, glaube ich. Bruder, der Beat ist lauter als die Stimme einfach. Ja. Der Bass. Die hat einfach den Beat doppelt drunter. Wie müssen das fühlen? Ich ficke dich noch, denn wie ich bin, ist keiner. Schau nie mehr zurück, denn mein Karma holt mich schon ein. Bin gefangen im Glück, hör gut zu, der Scheiß geht. Sie klingt wie Loon. Ja, ja, Walla, tatsächlich. Ohne Spaß. So, ja. Rein, pass gut auf dein Weg in Schlangen unterwegs. Vertrau darauf, dass dich kein Schlangenbiss je erwischt. Hab viel Respekt für die ganze Szene. Doch ich erweck ihn, wenn ich erstmal rede. Begleitet von dem Teufel, so als wäre nichts. Alles schon mal die Musik leitet mich. Weißt du, was das Problem ist, Digga? Hier ist einfach nichts so, was es ist ein Highlight ist. Es ist kein roter Faden da. Es ist kein roter Faden da. Man muss doch sehen, wo die Geschichte hinläuft. Und es ist einfach alles... Wisst ihr, was ich meine? Sound für den Du. Ey, du hate, dann geht's mir gut. Baby, shoot. Baby, shoot. Es fließt Blut, tut mir gut, ja genug, um euch Kinder hier zu therapieren. Stand der Devil immer schon vor dir. Also guck mal. Die Zigarette hätte nicht sein müssen. Ja, das kam ein bisschen cringe, ne? Ich fange mal an. Guck mal. Mix und Mass, also wie das aufgenommen wurde, ist Katastrophe. Es ist, ne? Soll ich auf Türkisch sagen? Ja. Kann man auf Türkisch? Kann man auf Beleidigung auf Türkisch? Die. Da darf man? Ja. Kommt drauf an, was du sagst, Bruder, geh nicht auf Mutter oder so jetzt. Okay, dann nicht sag ich auf die geh nur auf das. Was hast du vor, Bruder? Ja, dann sag ich nicht. Geh nur auf das Soundbild. So, okay, ich geh auf den Beat. Ja. Beat, sen Or. Was das für ein Beat, Junge? Was hast du gemacht, Junge? Und Tante, hätte ich nicht gesagt, dass ich auf Beat, hättest du das zu der gesagt? Nein, auf Beat hätte ich gesagt, aber ich wollte jetzt fragen, ob man sagen darf. Wisst ihr, was ich meine? So, aber jetzt mal wirklich, ey, Spaß beiseite, Beat, was ist los bei dir? So, geht nicht. Guck mal, ich, guck,
die Stimme ist cool, Bruder. Wenn du dir ein Studio gibst, wo die besser aufnehmen kann, mit ihrer Stimme kannst du da bestimmt was draus machen, ja, Bruder. Ja. Die hat wahrscheinlich nicht die finanziellen Möglichkeiten oder einfach nicht das Studio, um das zu machen. Aber Bruder, rein nur musikalisch auf die Stimme bezogen, ist gut. Ja. Mhm. Ist gut. Und wir haben kaum Female-Artistin. Das Ding ist, bei ihr, ne, Ohrwurm kannst du ihr jetzt nicht so gute Punkte geben, weil es bleibt nicht im Kopf, Bruder. Die Stimme ist cool, ja, Wallah, sie hat eine super Stimme, ne, und auch so ein bisschen die Ansätze, wie sie mit der Kamera spielt, waren da. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das heißt, auch beim Image kannst du ihr jetzt nicht so viele Punkte geben. Aber die Zigarette geben. Hat, ich finde direkt, guck mal. Scheiß mal auf Zigarette. Das war so gewollt, die ganze Zeit in die Kamera gezeigt. Sie wollte, glaube ich, so cool. Pushbacks in der Stadt, wir sind busy, machen Minimum 10k Cash. Durch Flex, ja du weißt, so läuft das Geschäft rund. Batzen, Scheine, 10, gemacht, du Scheiß. 1 Kilo J, vielleicht zu 10. Haben immer noch Bock und Qualität. Gucken, rufen an, gucken, komm und gehen. Fuck in der Stadt, nach SA, sie kämen ich. Meinst du den, der so flaut? Ja, ich weiß, aber übelte Technik. Sie wissen alles, sie haben alle keine Chance. Denn ich packe mir die Gun und Ball aus, der Wumme mit Schaffen geschossen. Lass den Blei regnen in der Face. Machen bald, wir müssen Kunden, Kommissionen fertig. Kilo, weiß ich, stapeln, die sehen gar reichen, Asch und Face. Ich bin lange zu Milli, Kilo, Fickin, CP. Puffet, Angel, Platz, wie PDD. Nachtaktive Ball. Die in Gebin, zieh dich um die Ecke mit Ziggis. Für halt so viel Bass, du sagst okay. Keine Fake Streams, echte Zahlen sehen. Das Kilogramm Geschäft auf Straße ist. Wir sind G's, die direkt die Schafe ziehen. Guck mal, ja. Was sagst du, Riton? Sag du mal erstmal. Ja. Hat dir das gefallen? Ich bin dir ehrlich, es war nicht schlecht, aber es war auch nicht super. Es war cool. Er hat so, es war hart, so, ne, so. Ja, ja. Ich weiß nicht, ich hatte zwischendurch ein bisschen so Oleg Sash-Vibes. Ich weiß nicht warum. Weißt du, was ich meine? Ja, Oleg Sash würde ich jetzt nicht sagen, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Weißt du, worauf ich hinaus will? So, aber ja, war cool. Ja. War auf jeden Fall cool. Ich finde, er hat's richtig geil geflowt, er hatte Power, alles drum und dran, fand ich cool. Das Ding ist einfach, ist das in der heutigen Zeit noch kommerziell? Ja, aber weißt du musst das so vergleichen, Bruder, ein San Andreas. Der hat sich auch über die Runden, der hat sich ja auch ähnlich beworben. Ne? Jetzt natürlich bei einem Sunny war das nochmal ein bisschen besser. Das ist so ein Mittelkandidat, ist gut, Bruder. Safe, yeah. 100%. Ich gebe dir meine Punkte. Mhm. Brandneu ist es nicht. Ne? Das ist ein 3, Bruder. Ja. 2 ist Ipe, Bruder. So. Image ist auch ganz okay gewesen. 3. Mhm. Ist mir jetzt aber nicht mehr so viel im Kopf geblieben jetzt nach dem Song. Flow ist gut, Bruder. Flow 5. Oh, okay. Flow ist 5, Bruder, super. Sein Flow, ja, Flow war echt wild, ja. Auch sehr clean, der Double Time, ja. Und so weiter, das hat er echt gut gemacht. Ohrwurm 2, Bruder. 1 ist immer so Ipe, Bruder, bei guten Künstlern, weißt du? Und lyrisch war der gut 4. Superstars ist immer noch in meinem Kopf, ich schwöre, ja, Bruder. Ja. Ey, ich will ein Album von den Jungs kaufen. Oh, guck mal, wer jetzt kommt. Dein Erzfeind. Jetzt einmal aggressiv kommen. Du wirst sehen, was ich mit dir machen werde. Zeig mir diese Scheiße. Los, zeig mir es. Zeig mir den Shit. Du wirst sehen, Hamed. Ey, dein Wort wurde ja wirklich zurückgesetzt bei Hamed. Yeah, yeah. We the best music! Oh my God, Ronnie. Another one. Was ist das für ein Beat? Und ich bin hier ganz allein. Sie! Am Fenster. Und sie hat so einen fetten Arsch. Gespenster. Und ich denke nur an sie. Woher hat er diese Wii Töne her? Wo hat er diese Wii Töne her? Was? Der Typ ist so durch. Ohne Spaß. EA auf dem Lauf raus. Mama sagt, komm nicht zu spät nach Hause. Mein Sohn ist trauer um dich. Oh Mama. Keine Sorge, ich habe dich dabei. Hauptsache Wasser zeigen. Jetzt guck. Neben der Milch steht eine Packung Kaugummi. Wer hat das geschnitten? Clash of Clans Sound. Er hat jeden Sound, der in unserem Gehirn abgespeichert ist, in dieses Video reingepackt. Ja. Guck mal, wie gut das Video aber gemacht ist hier, mit Effekten und so. Ja. Ist schon stabil.
Der Typ, ne? Mach das mal, ist das noch zu, ist schon zu Ende? Nein, nein, nein. Denn ich will auch noch etwas davon haben. Hast du die Transition gesehen? Kein Saskia-Wasser. Das habe ich mir auch schon für die Bewertung gemerkt. Das Leiter. Hallo? Voll also, verrückt, ja, ich schwöre. Also guck mal, das ist ja deine Konkurrenz. Deswegen bleib ich auch professionell. Nein, deswegen du musst hier nicht viel lachen, Bruder. Du musst Dinge nicht viel Sympathie zeigen. Bei der Konkurrenz darfst du nicht viel Sympathie zeigen. Wie hieß der nochmal? Wer ist das nochmal? Ahmed Loco. Ahmed Loco. Komm, du darfst den komplett bewerten. Okay. Alles, alles, was du willst. Aber du musst auch erklären, warum. Ja. Aber warte mal, meinst du, du rappst besser als er? Alter, das ist, also wenn ihr das als... Ey, warte, der hat dich gedisst, ne? Ich hab das gesehen, dass er mich gedisst hat. Und er wird auch meine Antwort darauf kriegen, dass er sich traut zu... Aber warte, gib den erst die Punkte ja. Und danach disst du den. Ahmed Loco, brandneu. Erstens, der Rap, das sind alles, das war kein Beat, das sind Geräusche. Das sind Geräusche aus meinem Unterbewusstsein, die ich verdrängt habe. Clash of Clans, Wii, Nintendo, alle, Fortnite, goldene Ska-Geräusche. Bruder, das ist in meinem Hinterkopf, das will ich vergessen, das will ich nicht in einem Song hören. Das ist von brandneu, ist eine 2. Oh. Wie geht das? Du musst auf die Skala drunter, Bruder. Drunter. Nein, nein. Also da? Nein. Ja. Ja. Da. 2 gibst du dem da. Okay. Image. Hart. Image. Wolwig Wasser. Mm. Denkst du, wärst was Besseres? Mm. Denkst du, du kaufst teures Wasser? Mm. Ja. Nur weil du auf Twitch bist und nicht auf TikTok, denkst du, du kaufst teures Wasser? Mm. Zieh T-Shirt aus. Keiner will dich unbedeckt sehen. Mm. Niemand will dich unbedeckt sehen. Da war nicht mal Sommer, der hat schon ausgezogen. Nicht mal Sommer. Headset von Callcenter. Headset von McDonald's, McDrive oder McDrive. So. Ich schwöre, das stimmt aber. Sein Headset ist aber geil, oder? Lustig. Was denkst du, mit diesem Equipment erreichen zu können? Also. Image auftreten ist ganz klar. Also, wenn ich könnte, würde ich 0,5 geben, weil er existiert, ja. Wisst ihr, was ich meine? Aber wie fandst du seinen Tanz und so? Aber sein Tanz, guck mal, das Tanz am Ende, okay, aber er hat darauf einen anderen Beat gemacht, so einen anderen Song. It's, you know, changes. Ask myself. Das ist ja nicht er, Bruder, weißt du? Er wollte da wieder kopieren und was anderes reinmachen. Verstehst du, was ich meine? Er klaut sogar, so, willst du er sagen. Er klaut sogar. Das ist das Ding. Das ist krass, worauf du achtest. Ja, ja. Andere achten nicht darauf. Und... er wollte sich selbst uns überstellen, erstens mit der Wolwig-Flasche und zweitens Bearbeitung, dass er ein Porträt ist, wo zwei Leute gucken und sagen, Junge, wer bist du? Wer will dich zeichnen? Ich würde sagen, der ist Kunst und die anderen und Künstler und nicht. Die anderen Künstler nicht und die anderen Künstler sind nix. Genau das will er damit sagen. Und das ist frech als Bewerber hier bei Icon. Dann ist für Auftreten eine 1. Also wirklich, weil er da war. Du hast aber krass analysiert, ja? Wirklich. Das ist wunderschön, du hast aber echt krass analysiert. Ich achte auf meine Gegner. Flow. Ey, der Flow war schon cool manchmal, Digga, ne? Muss man ehrlich sagen, so. Okay. Ne? Also, ich fand die beste Stelle, als die Schussgeräusche von Scar kam. Da hat so ein bisschen sein Dings dazu gepasst, ne? Wie fandst du das mit Oh Mama? Er hat. Ihm geht's nicht gut. Er hat Schmerzen. Das hat man gemerkt, ne? Das kam rüber. Ihm geht's wirklich nicht gut und ich hab's gespürt. Also es tat weh in den Ohren. Da habe ich's erstens gespürt und zweitens habe ich's gespürt in der Empathie der uns. Also ich hab mich empathisch gefühlt in dem Moment, weil er hat wirklich Schmerzen. Mhm. Und aufgrund der Schmerzen, aufgrund dass er es gefühlt hat, gebe ich ihm für den Flow, aufgrund von dem Mama Vers. Eine 4. Oh, das ist aber stark. Der hatte dir, glaube ich, auch eine 4 gegeben. Ja. Ohrwurm. Von was? Also wirklich, da waren, ey, nur von Oh Mama könnte man einen Ohrwurm haben, aber sonst, soll ich von, Clash of Clans Sound, von Clash of Clans Sound einen Ohrwurm kriegen oder was? So. Das war so viel Input, das kann man nicht verwerten. Ich muss die Dateien extrahieren und komprimieren und das geht in meinen Kopf nicht rein mit den ganzen Sounds. Das ist zu viel. Ich muss da was rauslesen können.
Versteht ihr, was ich meine? So. Deswegen, also Ohrwurmfaktor ist eine 2. Also wirklich. Man kann auch 0 geben übrigens, ne? Da kommen wir auch schon zum lyrischen Part. So, also, worüber hat er gerappt? Über... Oh Mama. Sie hat einen fetten Arsch und so. Ich guck, erstmal hat er aus seinem Fenster geguckt. Da war da so ein fetter Arsch. Aber das Fenster war zu sogar. Das Fenster war sogar zu. Dann kam Fortnite. Clash of Clans. Ich glaube, das war ein... Was? Er hat ein verstecktes Werbevideo gemacht. Du machst Werbung bei einer Icon-Bewerbung. Du wirst sehen, was wir mit dir machen werden. Du kannst doch keine Bewerbung hier einschicken und Werbung machen für den ganzen Apple Store. Und Wii U. Und Saskia. Und Saskia im Hintergrund stellen, wollen wir gut darstellen. Er macht Werbung. Er hat Geld dafür bekommen. Er hat Geld dafür bekommen. Fortnite wiederbelebt. Und den weißt du, wann ich Wii U Song nicht mehr gehört habe? Er hat Wii wieder in mein Gedächtnis gebracht. Das ist eine Kooperation. Lyrisch 0. Für die Kooperation. Eine 0. Er denkt hier... Er will Profit draus ziehen. Er will aus Icon Geld und Profit ziehen. Weißt du, wovon der noch Profit gezogen hat? Wovon? Der hat meine Uhr mitgenommen und geklaut. Ne. Der wollte die hier anziehen, der hat die einfach mitgenommen. Und klauen tust du auch noch? Im Ikonehaus? Was erlaubst du dir eigentlich? Du bewirbst dich hier und respektierst die Veranstalter nicht und klaust deren Uhren. Das wird Nachspiel haben. Das will ich nur so gesagt haben. Strenge Bewertung, oder? Was ein NPC trinkt, Wolwig. Habt ihr hier einen, Leute? Aber strenge Bewertung, ja, ne, muss ich sagen. Ich bin hart. Sollen wir als nächstes deins angucken? Ja, lass uns direkt meins angucken. Und das ist jetzt ein professionelles Statement. Let's go. Yeah. Ich heiße Riton, das wisst ihr alle ganz genau. Jetzt gehe ich zu Icon und werde den ganzen Staub auf Raum. Yeah, ich meine... Aufräumen den ganzen Scheiß, alle die das sehen wissen, ich zerreiße diese Scheiße. An alle Leute, die nicht an mich glauben, ich weiß, ihr guckt meine Videos Tag und Nacht, in eurem Bett und fragt euch, was ich mache. Ihr seid kleine Fans, die mir jeden Tag zuschauen. Baby, bitte komm hier und kau meinen Zuklauen. Yeah! Und bei Icon, ich mach jetzt dabei mit allen, die mich verfolgen, wissen, ich zerreiße diesen Shit. Oh! Icon. Boah, das hat sogar gereimt! Warte, mach mal wieder ganz bisschen zurück und hört im Hintergrund, ich habe angerufen, bei Notruf, 112, ich habe gesagt, bitte einen Krankenwagen vorbeifahren lassen, ja. Hör zu. Aber bei Sekunde 30. Genau, hör zu und dann hört man den Krankenwagen im Hintergrund, los. Boah, zurück. Ich kann nicht zurückspulen. Geht nicht zurück? Hm. Scheiße. Aber hast du gut geplant? Ja, habt den Krankenwagen gehört, ich habe angerufen vorher, ich habe gesagt, fragt vorbei, damit man das hört im Video. Du hast nicht die Soundeffekte im PC eingebaut, sondern live. Leute. Das ist nochmal krasser. Und da seht ihr den Unterschied. Hamed, Ahmed, Loco, Fake. Ich bin Rito, der Gewinner von Icon, Dankeschön. Ahmed, Loco, Fake macht jeden Sound, den er findet, eingefügt. Mhm. Ich rufe die Sounds an, die kommen zu meiner Haustür. Mann, Krankenwagen. Hamed hätte einfach einen Krankenwagen eingeblendet, aber sowas mache ich nicht. Das ist krass. Ja. Das ist echt krass. So. Den ganzen Zeug hier auf, ey. Hamed, komm 1-1 gegen den Boss. Im Rap-Battle gibt es keine Fäuste, die du benutzen kannst. Maus hier. Maus. Ich zerstöre alles. Ihr wisst gar nicht, was ihr gemacht habt mit der Einladung zu mir eines Mannes. Ich werde in dieses Rap-Game kommen und Icon zerstören, auf einem anderen Level kommen. Yeah. Ich weiß, ihr habt keine Ahnung, was euch erwarten wird mit dieser prallen Branung. Oh, Branung. Was heißt das? Altgriechisch. Habt ihr verstanden, Alter? Icon, ihr seid nicht bereit für mich, Alter. Ich hab eine Frage. Wie lange hast du für den Text gebraucht? Ich bin euch ehrlich, ich habe mich rangesetzt mit Ghostwritern. Mm. Merkt man aber auf jeden Fall. Mit Ghostwritern rangesetzt, die machen Songs für Stars. Mm, ja, da steckt Qualität auf jeden Fall hinter. Der eine war auch älter, er saß mit Biggie. Krass. Im Studio, er hat gesagt, also mit ihm habe ich da... aber den echten Biggie. Den echten Biggie aus Amerika. Krass. Drake war auch, also er war auch bei Drake paar Mal im Studio, hat ihm geholfen bei ein paar Songs. Der echte Drake. Genau, der echte Drake. Der mit dem Herz Drake. Der mit dem Herz auf dem Kopf. Der. Und ich habe mich einfach inspiriert, ich habe den gefeiert, seine Texte und so. Ich habe gesagt, ich will einen Touch davon auch in meiner Bewerbung haben für Icon. Und genau.
Ja, cool. Man sieht, man hört, Digga, Alter, ich hab einen Krankenwagen. Das merkt man aber auch. Ich hab einen Krankenwagen angerufen. So Zuglaum und so, weißt du? Zuglaum. Oder das oder hat schon so, ey, anders sprachlich angehört, dass ich ihn nicht verstanden habe, den Reim. Weißt du? Es war auch altgriechisch und Latein im Rap. Yeah. Und das, ich wollte auch ein bisschen Historie mit reinbringen. Du hast auch eigene authentische Wörter reingebracht, die man nicht so sonst gehört hat, ne? Genau. So. Deswegen. Darauf lag der Fokus, das hat man gemerkt. Ja. Auf jeden Fall. Aber krass so, dass du, also man muss schon sagen, du hebst schon den anderen Künstler ab, ne? Extrem. Was war das mit Hamid, 1 gegen 1 gegen den Boss? 1 gegen 1 gegen den Boss, weil er halt denkt, er wäre was Besseres und ich bin der Boss, 1 gegen 1. Also eigentlich muss man das so sehen, 0,5 gegen 1, weil er ist eine halbe Person. Verstehst du, was ich meine? Man kann nicht mal als 1. Aber was, ihr Rap-Battle? Rap-Battle. Sollen wir das so machen, du guckst dir jetzt ein Diss an und dann disst du dir zurück? Bist du ready? Mach sofort diesen Diss an. Okay. Mach sofort diesen Diss an. Okay. Bist du jetzt von dir nochmal gucken, oder? Ja, mach nochmal. Hör genau zu. Ich heiß Riton, das wisst ihr alle ganz genau. Jetzt geh ich zu Icon und werde den ganzen Staub aufräumen. Yeah, ich meine, aufräumen den ganzen Scheiß. Alle, die das sehen, wissen, ich zerreiß diesen Scheiß. Yeah. 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 An alle Leute, die nicht an mich glauben. Ich weiß nicht, ihr guckt meine Videos Tag und Nacht, in eurem Bett und fragt euch, was ich mache. Yeah, ihr seid kein Bullshit. Bleibt im Kopf. Jeden Tag zuschauen. Baby, bitte komm hier und kaum mein Zuglauen, Bruder, Zuglauen ist der Shit. Icon. Ich mach jetzt dabei mit alle, die mich verfolgen, wissen, ich zerreiße den Shit. Icon. Ich hab boah, diese Sounds. Euch und Krank. Stimmt. Mach ganz, was? Jetzt kannst du nicht mal, guck, Leute, hört, Krankenwagen wurde angerufen. Shit. Icon. Ich hab und Hamid, denk an mich den ganzen Zeug hier auf, ey. Hamid, komm, 1-1 gegen den Boss. Im Rap-Battle gibt es keine Fäuste. Rap-Battle! Maus hier. Icon, ich zerstör alles. Hast du direkt einen Part gegen den? Okay, mach ich. Ich schlafe wieder. Ja. Ja, komm, jetzt. Hau direkt jetzt okay. auf. Antwort. Okay, guck, Riton. Du machst mir einen auf krasser Mann, aber ich geb dir ein Klatsche und schick dich schlafen wie der Sandmann. Ah, danach gehst du 5 Stunden schlafen, stehst auf, machst ein TikTok und gehst raus, weil ich dich rausschick mit deiner Mama. Sie sagt, tschüss Riton, hol mir ein bisschen Eier. Du gehst Eier holen, kommst zurück und gib sie deiner Mama, nur damit ich sagen kann, ich schicke deinen Vater. Zeig mal sein Gesicht. Er hat's im selben Moment bereut. Der hat den King gedisst. Darf der so? Mach sofort einen Beat an. Warte, ganz kurz, der ist doch nicht fertig. War das nicht zu viel? Leute, seht ihr, er hat bereut es. Wenn er sich jetzt nicht entschuldigt, bitte sehen. Digga? Nein! Ich hab... Okay. Ich versprochen, ich meinte Kater. Er meint Kater. Ich ficke deinen Kater. Er meinte Kater. Ich habe einen Kater. Lässt du so über deinen Kater ich hatte einen Kater, aber mein Kater ist mir genauso wichtig wie mein Vater. Und der wird jetzt sehen lassen. Sein Kater? Ja. Besser als Vater, oder? Lass einfach zu. Ja, okay. Okay, willst du dem jetzt eine Antwort geben, oder? Wenn ich jetzt sehen, machst du vor deinem Beat an. Er kann doch nicht einfach deinen Kater beleidigen. Er wird direkt sehen. Was willst du für ein Beat? Das soll schon richtig brettern, ne? Kolja Goldstein Type Beat. Ich keine Ahnung, was das ist, mach einfach. Mach irgendwas von AZ dann. AZ. Oder hier, wer macht Pada von Dingens? Nein, das ist mir zu viel. Okay. Ich brauche irgendwas, der denkt, der kann irgendwas machen, irgendwas ist los bei dem. Okay. Okay, so, warte, dann erzähl erstmal, was du vorhast. Ich habe vor, ihm zu zeigen, nein, was. Nein, die Kamera. Ich habe vor, dir zu zeigen, wo es lang geht, Hamid. Hamed. Hamed. Hamid. Hamid steht hinter mir, gegen dich. Du kannst nicht in deiner Bewerbung Werbung machen für Apple Store. Oh, meine Uhr klauen! Und seine Uhr klauen. Kein Saskia-Wasser trinken und mich noch dissen. Mach den Beat an. Oh, boah. Boah, der ist sogar wild, glaube ich, Alter. Yeah, der Beat wird wild. Yeah, ich trage Grills. Yeah, Hamid hätte wohl gerne auch welche, aber er wird nie welche leisten können. Oh, yeah. Ich bin traurig. Leiser. Leiser. Ach so. Yeah. Okay, Leute, hört zu. Hamid hat mich gedisst. Yeah. Return in the house. Hamid denkt, er trinkt Wolvic Wasser und ist besser als wir alle und nasser. Nein, Mann, du hast keinen Drip. Wir beide packen dich in einen Sack und rippen dich um den ganzen Land. Wir tragen dich, rauben dich aus.
ziehen dir alles aus, obwohl du nichts an hast. Junge, wir rippen dich. Du hast nicht mal ein Cent in deiner Tasche. Ah, wir wollten dich beklauen und wurden ärmer. Wir wurden ärmer. Wir wollten ärmer dich rippen und wurden ärmer. Yeah, yeah, yeah. Wenn man mit dir zu tun hat, wird man einfach ärmer. Du bist ein kleiner Sack, der in seinem Zimmer sitzt. Okay. Yeah. Du hast ein Mackes Mikrofon, ein Headset vom McDrive. Digga, geh dir McFlurry holen. Du trinkst Volvic Wasser. Wir sind Team Saskia. Du trinkst Volvic Wasser und denkst, du hättest Wasser geschafft. Du trinkst Wasser, so wie wir alle auch. Denk nicht, du bist besser, nur weil es bisschen mehr gekostet. Yeah, du gehst in Dispo-Kredit, nur um Wasser zu kaufen. Dieses Wasser ist teuer pro Liter, mehr als ein ganzer Haufen. Hab ich nicht verstanden, aber egal. Yeah. Er geht in Lidl rein, fragt nach Volvic Wasser, alle schmeißen ihn raus und sagen, Junge, hier wird Saskia getrunken, du Gelb! Du Gelb, hier wird Saskia getrunken, du Gelb! Der hat den Kater beleidigt. Und ich rappe jetzt diese Zeilen, Hamid, noch einmal gegen dich. Ich meine, Hamid, wenn du noch einmal auf meinen Kater gehst, wirst du sehen, was ich mit dir mache. Ich geh nicht auf deinen Kater, Mutter, Vater oder sonst. Ich geh auf dich, du kleiner Honk, denn du bist eine Nummer zu wenig für uns. Und wir packen dich in einen Sack. Oh, und jetzt switch the flow. Du hast keine Chance gegen mich, Bro. Wir kommen beide in den Ring und wir schlagen uns aufeinander. Der Einzige, der auf dem Boden liegt, wird, bist du und dein Vater. Oh! Sit down. Reicht, Junge. Es musste raus, Jungs. Es musste raus. Sorry, Jungs. Es musste sein. Boah, du hast auf jeden Fall Druck rausgelassen. Alter, Junge. Aber hast du nicht Angst? Ist euch auch so, wa? Mann, da bist du übertrieben heiß. Junge. Kann man ja auch. Ist auf, ne? Junge. Hast du nicht Angst auf eine Antwort? Hä? Auf eine Antwort von ihm hast du Angst? Angst? Er soll antworten. Wir können im Ring antworten. Boah. Ich breche mir mein Bein vorher und gehe in den Ring gegen ihn. Damit es fair wird. Versteht ihr, was ich meine? Genau so. Und alle, die L schreien von Hamid, kommt her, alle 1 gegen 1. Ey, das war schon stabil. Ja, lass mal, wir haben das bei Hamid auch gemacht. Wir rufen jetzt den Colin an. Nein, wir haben das gemacht, nachdem der... Ja, der soll ihn schon vorrappen. Er soll ihm was vorrappen. Ja, wir machen das so. Okay, dann mach du. Guck mal, ich rufe jetzt den Colin an, ne? Und du rappst ihm einfach was vor. Okay. Aber du sagst nicht mal Hallo. Ich fang einfach an. Einfach rappen, okay. Bruder. Okay. Aber sag jetzt so Hallo, zeig den in die Kamera, damit auf FaceTime rufen. Ja. Und dann rappst du einfach. Und wenn er irgendwas sagt, dann sagst du, hör zu! Hör zu, Junge, und so, okay. So. Damit er weiß, wie fokussiert ich bin. Der muss Respekt von dir haben. Der muss wissen, dass du es ernst meinst, Bruder. Okay, ich mein's ernst. Und dann sagt er auch so, Text war von Drake und so, Ghostwriter, wie auch immer. Ja, musst du dem auf jeden Fall sagen. Okay. Hamid geht auf meinen Vater, ich geh auf seinen Vater. Okay. Zeig dir das. Yeah, wir beginnen die Show mit einem Rap. Ich bin Return mit dem krassen Flow und ich werde hier dich nicht mal ausreden lassen, weil ich will gesponsert werden von meinem Bro. Und ich bin hier am Flown mit meinem Bitters am Crown. Wir sind in einer Couch zusammen und werden hier nichts miteinander machen, nur chillen. Und ich will zu Icon jeden Tag. Ich will mit euch die Zeit verbringen am Mars. Das ist gefühlt wie am Mars, wenn wir chillen in einem Hotel oder in einer Villa, am Pool, am Strand. Die 2 Wochen. Ich werde unter den Top 42 sein. Die Top 42 ist nichts für mich, nur ein
kleiner Spiegelei. Oh, ich will auf die Spitze des Bergs, so wie, wie hieß der, Alex, wie hieß der? Mount Everest. Mount Everest. Und ich werde auf Mount Everest sein und den beklimmen, nochmal oben drauf auf Mount Everest, nochmal oben drauf machen, wie eine Spitze des Bergs, wie drei Kugeln Eis aufeinander und nochmal drei Kugeln oben drauf. Und ich werde das alles zerreißen mit meinem Flow und meinen Custom Bros. Oh. Oder war das Freestyle? Das war komplett Freestyle. Das war Freestyle! Nein, Mann. Wirklich! Das war hart, Bruder! Das war hart, ne? Das war hart hier! Direkt weiter, nimm ihn mit rein! Oh mein Gott! Warte, red doch mit dir noch kurz! Ich bin weiter! Bin ich weiter? Ja, Bruder! Oh mein Gott! Du hast es geschafft, ey! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Du bist der CEO! Du bist der CEO, Bro! Du bist der Chef! Bruder, ich würde sagen, ja, meine Stimme hat der Bruder! Dann bist du weiter. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Bin ich jetzt, also kann, bin ich jetzt schon, bin ich schon verifizierter Künstler bei Spotify jetzt? Also kriegst du blauen Haken? Eine Million monatliche Hörer. Schlabe doch nicht. Ja, ja. Du kriegst blauen Haken auf Insta. Oh mein Gott. Erst bei 1 Million? Nein, jetzt schon, durch Icon. Der Colin klärt dir das. Oh mein Gott, ich bin blauer Haken. Stell dir mal vor. Ich bin verifizierter Künstler. Ich hab Rente schon raus. Er sagt Universal Vertrag. Oh mein Gott, Universal, die machen da aber doch Kinofilme, oder nicht? Sag, wie viel du Vorschuss willst, einfach, der klärt Vorschuss das. Minimum 25 Millionen. Hä? 1000. Das ist ja gar nichts. Für 1000 so ein Talent, oder? 1000 Millionen. 1000 Millionen? Du kannst mehr raus und er sagt das gar nichts. Oh, 25.000 Millionen. 25.000 Millionen. Echt, Bruder? Wirklich? Bruder, kennst du nicht? Alle sagen doch, ich bin reich. Das habe ich in meiner linken Hosentasche, Bruder. Alter. Ey, jetzt Digga, kommt einiges raus. Danke für die Möglichkeit. Ja, kein Problem. Danke, ich bin sehr stolz. Ändern, ich bin sehr stolz auf euch und auf mich. Dankeschön. Danke für die Möglichkeit, sowas zu erreichen. Ich freue mich, Bruder. Ich freue mich auch. Wir sehen uns in der Villa und in der Top 3. Easy. Hau rein. Ey, Bro, du musst Hamid Loco betteln, ne? Ich muss gerade was sagen. Ich zeig mal in die Kamera. Der macht gerade Fitner. Ja. Weißt warum? Weil der Hamid guckt gerade zu. Guckt der zu? Der guckt gerade zu. Hamid, du bist hin! Du bist hin, Hamid. Oder krasseste Rap-Battle aller Zeiten. Ja. Wer ist besser, Hamid oder Riton, Colin? Bruder, sehr, sehr knapp, Bruder. Das kann man gar nicht sagen. Das kommt echt eng. Ist eng, ne? Ist echt eng. Sehr knapp. Ja, ich weiß auch was anderes, was eng ist, was mit Hamid zu tun hat, ne, Hamid? Ja. Okay, das reicht. Ich küsse dein Herz, danke dir. Ciao, wir sehen uns. So, ja, der guckt gerade zu, willst du was sagen? Hamid, wenn du das hier sehen wirst, deine Schleichwerbung in deiner Bewerbung, habt ihr an die Schleichwerbung gedacht? Seid mal ehrlich. Nein. Du hast es perfekt analysiert. Leute, er macht Schleichwerbung in Bewerbung von Nike. Denk nicht, du machst Butter auf deren Nacken, ja, Selami. Geht nicht. Und mein Diss hast du gesehen. Das war meine Antwort. Und damit ist die Rechnung beglichen. Aus der Will noch irgendwie weiter rausholen und sowas. Ne? Und fertig. So. Stark. Aber das reicht erstmal zu Hamid. Das reicht. So. Du hast mich echt beeindruckt, ja. Jungs, ich habe euch gesagt, es steckt mehr in mir, als man denkt. In Hamid steckt auch, also in Hamid ist schon mehr drin gesteckt, als man denkt, das ist aber, ja. Boah. Was meinst du damit? Meinst du Talent? Die Jungs hatten bestimmt Talent, auf jeden Fall. Komm, weiter. Machen wir weiter mit der Bewertung, ja. Ne? Aber weißt du, was ein Hamid gemacht hat, was du nicht gewollt hast? Was? Er hat nicht nur einen Diss gemacht, er hat sogar einen richtig guten Part gekickt. Okay. Einen richtig normalen Part so. Okay, aber... Kannst du das auch? Weil der konnte das. Ja, komm. Aber so auf Ernst. Ja. Willst du ja, mir ja. auch zu? Okay. Ich hab gar nicht verstanden, wie Kopfhörer, aber hart. Gut, oder? Ich glaube, das wird hart. Ich mach jetzt mein eigenes... Ich hab einen eigenen Song, Leute, den gibt's auf YouTube. Da. Mach einfach den Beat an. Ah, das ist mein eigener Text. Okay. Ich saß lange an dem Song. Riton in the house, gib mir Mies. Sag, wer will Beef? 9 in den Jeans. Renn oder schieß, ja, la fuck the police. Okay. Bleib unter uns, weiß oder bunt.
kamen rein in die Bank mit den Jungs. Jeden Tag beschäftigt, den Umsatz zu zählen. Sind wir da wie zu die 110. Heimat kaputt, musste fliehen vor Krieg. Herkunft lieber Delta Police. Früher hatte ich gar nicht drei Fingernägel gefressen mit Gassam und Ali, mit Wasser auf Party. Als ich die Mutter von Geldnamen, sie fickte Mani Masari. Was krass, Rapper sind auf Twitter unterwegs, denn sie wissen, wir schicken sie zum Kiefer unter Band. Dicker, alles bleibt echt, wie die Filme, die wir drehen. KMN, Gang, Crack, Cooks, Peace, Unternehmen. Mein Bruder auf der Jagd, jeden Tag unterwegs. Ich hoffe, du verzeihst, Mama bleibt unter Tränen. Zu Hause fehlt Brot, Papa quercht ins Gelind. Denn wir blicken groß, bewürzt im Mercedes hin. Miete wurde nicht bezahlt, zu viele Probleme und es sticht frontal zu. Nonstop wechsel Karten und spielen mit den Kopf. Ich hab nichts zu verlieren, Walter, stich in den Kopf. Sag, wer will Beef, hey. Neun in den Jeans, hey. Renn oder schieß, ja, oder fuck die Police, hey. Bleib unter uns, weiß oder bunt. Kamen rein in die Bank mit den Jungs. Jeden Tag beschäftigt den Umsatz, hey, zu zahlen. Sind wir da, willst du die 110? Heimat kaputt, musst du fliehen vom Krieg. Hier möchte Check, Lase links, rechts, fast live. Du wirst hören, dass die Straße drin steckt. Möbelboss, Schießerei, rede nicht von Kilos. Mein Film, den ich lebe, hast du gesehen im Kino. Du Pussy, mach nicht auf krass, wenn du Angst hast. Ich schieße in deinen Kopf auf versammelter Mannschaft. Das ist erst der Anfang. Was, der 3 Jahre Haft. Bruder, draußen sorgt dafür, dass die Anker geplant. Bruder, du sorgst dafür, dass der angeklimmert, Junge! Oh mein Gott, Digga! Stabil, wann kommt der Song? Ist geplant 15. Oktober. Krass. Was, wann fängst du Promophase an dafür? Jetzt, das war das erste Mal, dass ich den Song gezeigt habe. Boah. Geklaut. Stumm den mal, das ist nicht geklaut. Warum sagt er so? Warum sagt er das? Verstehe ich auch nicht. Unnötig. Meisterwerk, wirklich. Ja. Wo willst du das da releasen? Auf Soundcloud. Hätte ich auch gemacht. Ich hätte auf MySpace gemacht, ja. MySpace war auch eine Option. Mach doch einfach ich TikTok. Ich habe auch SchülerVZ kann man jetzt auch... ja, das ist, glaube ich, jetzt gerade richtig am Abgehen. Das ist gerade im Trend. Ja. Ja. Machen, nimm alles mit. Wie ist der Künstlername? Weil dein echter Name ist ja Riton. Wie nennst du deinen Künstlernamen? Mein Künstlername ist Riton. Boah, das ist krass. Aber mit 2 I, ne? Nicht mit 1 I. Mit 2 I. Ja, ja, wegen Abwechslung so. Wegen Abwechslung. Das ist kreativ. Klaut von, geklaut von AZ. Wer ist AZ? Ich kenne nur BZ. Ja, ich kenne auch nur BZ. Ja, cool. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter Bewertungen. Ja, bewerben ja. Hier, ne? Da hast du mal den Leuten gezeigt, was da du drauf hast. Hab ich jetzt gezeigt, Leute. Der Konkurrenz. Reicht mir langsam. Ihr habt mich unterschätzt. Ihr seht jetzt, wer hier auf dem Markt ist. So, machen wir weiter mit Sako 159. Es ist der Typ, der zwischen Leichen das Leben sucht. Ich habe gekämpft, geglaubt, ich überstehe jeden Fluch. Manchmal wusste ich nicht weiter, stand im Nirgendwo. Höre Stimmen in mir selbst, wenn meine Seele ruft. Früher dachten wir, die Welt ist bunt mit Fabelwesen. Wir jagen Wahres und springen über die Ladentheke. Betäubt den Kopf durch den Stoff in meine Atemwege. Immer unter Druck, bis es vom Himmel Diamanten regnet. Nach Erschwernis kommt Erleichterung. Es gibt keinen Grund, siehst du aus wie ich, dreht sich Polizei noch um. Schon als wir klein waren, herrschte Leistungsdruck. Jenen in der Gegend reden über Eis und Schmuck. Bleib und guck, lass dir nichts erzählen, schau selbst. Am Ende bleibt der stehen, der sich mit Problemen auffällt. Abgeschottet, als hätte unsere Gegend kaum Netz. Und die Flasche fließt durch meine Kehle auf Fett. Viel zu viele Taten. Wer hätte denn gedacht, dass das alles noch gut geht? Isolierte Straßen. Wir starten eine Session, lass uns erstmal einen Zug nehmen, Baby. Sprint sehen wie Roadrunner. Denn hinter mir sind die Bullen zu sehen. Es sind viel zu viele Taten. Boah. Stark. Ja, warte, der kann was. Willst du anfangen? Weil ich hab den ja schon gewotet. Ja, ich finde halt seine Stimme extrem interessant. Ne? Ja. Auch hat einen Wiedererkennungswert, ne, die Stimme, auf jeden Fall. Bleibt im Kopf. Der ist richtig gut. Voilà, er ist echt gut, ja. Auch das Melodische fand ich sehr interessant. Hat er gut gemacht. Den einzigen Kritikpunkt, den er von mir bekommen hat, war bei Image. Ich fand sein Auftreten sehr langweilig. Aber sein vom Style her, ne? Nein, nicht Style. Oder Style ist mir egal. Hast du Taschentücher da? Ich brauche Taschentücher. Boah, ich hab Hausstaubmilbenallergie und so, bei mir ist voll schlimm. Echt? Achso, ja, voilà, dann lachen wir nicht hier. Nein, Bruder, alles gut, war. Meine Freunde lachen mich aus. Ich finde sein musikalisches geisteskrank, Bruder. Nur der muss doch ein bisschen an seinem Image so arbeiten, so von der Bewegung, damit das so das unterstreicht. Der ist auf Platz 16, Bruder. Der kann sich nicht beschweren, der ist 16? Gut. Der ist 16, Bruder. Ja, weil er stabil. Der ist stabil, Bruder. So, der ist ja auch gut. Safe. Ja, der ist echt gut, ja, auf jeden Fall. Was eigentlich, wenn man seine ganze Stadt und sein ganzes Dorf dazu animiert zu voten? Dann kannst du auf Platz 1 rutschen. Na, guck mal, das Ding ist, du musst erstmal 30 Leute voten.
ne, bevor du so gezielt nach Künstlern suchen kannst und die voten kannst. Okay. Verstehst du? Ja, ne, du kannst jetzt nicht deiner Community sagen, geht mal und votet alle für mich. Die müssen erstmal 30 andere Künstler voten, okay, bevor die überhaupt dich suchen können. Genau, damit das so nicht passiert. Aber deine Community kann danach dich voten. Ja, danach. Die können dich auf 1 voten, die können dich auf 10 voten. Sieht dann deiner Community, Riton. Sehr, sehr gut. So. Leute, dreht durch. Okay. Der nächste Kandidat ist Nasei. Auch auf Platz 44 habe ich auch schon gewotet. Ümmel, danke für dein Prime-Sub, Bro. Und auch danke an die Subs, die gerade reinkamen, als Riton am Rappen war. Richtig. Was ist ein Prime-Sub? Das ist so wie bei TikTok, Prime, dieses Abo quasi, was man jetzt abschließt. Nein, das, wenn du Prime. Amazon Prime-Account hast, dann kannst du umsonst haben. Ach so, ja, das ist von Amazon. Ah, okay. Die Greypools flaschen der Wagen errollt. Liefern die Packs, weil die Chanta ist voll. Doch ich zahle im Bar für meine Seele, die am Boden war. Nie mehr Dreck an den Wänden, nur Platten aus Gold. Tränen wurden nice, doch ich streb nach Erfolg. Auch nach einem Jahr fliegt doch die Zeit auf der Obermacht. Was ne Illusion, Politik an Geld macht. Siehst du, was die Hure wieder macht, der für Geld macht. Kippen brennen an dem Eingang der Residenz. Hälfte der Newcomer fällt aller Dekadenz. Aufgewachsen im Crack-Life, Butterfly sticht. Cage-Fight im Octagon, 10k am Tisch. Denn die Zeit fliegt schneller als Geld, Mann. Musik ist am Laufen, PMC ist am Rendern. Wenn die Bullen reingehen, siehst du sein, wie Geld verweht. Die Gesichter verwelkt, die Handschelle klickt, es ist alles zu spät. Die Greyboost-Flaschen, der Wagen errollt. Liefern die Packs, wenn die Chanta ist voll. Doch ich zahle im Bar für meine Seele, die am Boden war. Boah. Walla, stabil? Boah, ich schwöre, sehr, sehr stark. Walla, cool. Sehr, sehr stark. Ja. Vor allem die Melodie und auch ohrwurmtechnisch. Voll. Sehr geil. Auch die Stimme bleibt im Kopf. Sehr angenehme Stimme. Sehr, sehr nice. Schöne Stimmfarbe. Geil. Ist ein cooler Künstler. Ja, du hast ihn auf jeden Fall mit 4,0 bewertet. Stabil. Ist gut, Bro. Der wird von mir auch gute Punkte auf jeden Fall bekommen. Okay. Okay. Die nächsten. Die dann nächste Konkurrenz wie Riton und Hamed. Oh, okay. Haben wir hier wieder ein Duo. Alice, 2-2-2. Platz. Kann man das sagen, die Position? Das sehen die doch. Position 576. Aber weil die noch nicht gevotet wurden und so. 2-2-4. I can 5. Well. Diese Scheiße, die ich wollte, war ein Fehler. Doch ich bleibe stabiler als Leder. Öfter scheiße ich auf meine Lehrer. Stabiler als Leder? Leder ist doch stabil von. Kannst du nicht knicken und so, weißt du? Kannst du nicht mit Feuer, so, weißt du? Ey, das ist voll tiefgründig. Mhm. Übertrieben deep. Voll. Er bleibt stabil, so wie Leder. Denn das wollte er nicht werden, so wie seine Lehrer. Mhm. Das ist so ein Spruch, den könnte man sich tätowieren lassen. Ne? Alter, die haben so auf Oberarm hier so. Da steckt was in denen. Weil ich komme aus dem Favela, habe echte Freunde auch Verräter. Ich werde jetzt für Pony später. Ich scheiß mal. Hat der gesagt, ich werde Stripper? Ripper. Auf diese Hater. Gleich einmal reinnehmen. Ich habe keine Zeit, auch nicht leben. Wir haben viel gesehen, keiner kann uns hier verstehen. Jungs in meine Band, du, ja, sie kommen, schreiben wieder Zeilen, Ache. Bei uns gibt es keine Spasi. Ja, du schießt. Okay, das ist auf jeden Fall, Jungs. Nein, warte mal, lass ihn nochmal hören. Der hat doch noch was zu erzählen. Gazi, deine Jungs sind Platin. Ey, wa, Sehbi, red mir nicht von Gangster-Rap. In meine Band, du gibst keinen Spaß, weil in meinem Rap-Bogetta-Set du redest über Stratschit. Achis, Jungs in meine Band, du jetzt die Ballern. Bei uns gibt es nichts zu sagen. Wuh, bei uns gibt es nichts zu sagen. Sagen. Jeder Zweite hat auf Schaden. Auf Schaden. Es ist nie, darf ich beten. Ja. Jeder ist auf Schaden. Jeder hat Haftschaden, hat er gesagt, glaube ich. Oder Haftschaden, Bruder. Ja. Ja, viel zu erzählen. Ich habe einen Schaden bekommen. Ich auch, doppelte Schaden. Aber Jungs, bleibt am Ball, gib nicht auf. Gib nicht auf, Jungs. Aber. Ja, Bruder, das ist. Ja, also wir müssen das schon ernst nehmen hier. Ja, oder das ist Icon, Jungs. Also, ja, jetzt mal ehrlich. Deswegen, mach ernst, also ne? Hamed und ich, wir haben uns schon. Also Leute, bei uns sieht man das Professionelles. Wisst ihr, was ich meine? Okay, als nächstes. Oh, die vierte. Boah, Rückfall. Wir haben auf jeden Fall einige. Warum ist hier auf der Rückbank? Digga, hier fallen auch Sachen auf, Digga. Das. Wallah, wie. Worauf achtest du, Bruder? Das war das Erste, was mir jetzt ins Auge gestochen ist. Leute. Sorry. Egal. Ja, was wolltest du sagen? Ich weiß nicht mehr. Ich hab nur. Wir gucken uns die Kürze. Ich hab Rückbank gehört, da war ich raus, Bruder. Okay, komm. Das ist. Ja.
hab's wohl nicht gedacht, dass ich so mache. Einfach deine Show, raffe mich nicht 24-7 wegen dir zu paffe, sondern loslasse, verfolge meinen Hustle, werde besser und lass mich niemals downziehen. Mache auf entspannt, hab mein Ziel im Blick, bitte deine Angst, geh mir aus dem Weg. Der Beat ist zu laut. Also ich höre sie nicht. Der ist nicht gut produziert. Ja. Ja. Mach weiter. Keine Weißmaske ist gefallen. Bin lieber allein oder mit meinem Yeah. Lass mich niemals downziehen, niemals downziehen. Never. Nein, gibt keine Chance, dass ich jemals aufgehe. Nee. Lass mich niemals downziehen, niemals downziehen. Niemals downziehen. Lass mich niemals downziehen. Runter. Lass mich niemals downziehen, downziehen. Bruder, also, das, also guck mal, Bruder, ich verstehe, ne? Man kann manchmal so amerikanisch-deutsch mischen und so, ne? Lass mich niemals downziehen, lass mich niemals... Ja, was will die sagen? So wie downziehen? Ja, lass mich... Ach, tauziehen? Wie tauziehen? Tau! Ah! Lass mich niemals tauziehen! Nein! Nein! Downziehen! Lass mich niemals downziehen, was, also... Tamam, was macht das eine für einen Sinn und was macht das andere für einen Sinn? Ja, okay, lass mich nicht runter. Tauziehen, ich dachte, lass mich nicht tauziehen, weil ich habe so viel Kraft. Aber lass mich niemals downziehen? Ja, lass mich niemals runterziehen, so. Ich lasse mich niemals drunter ziehen mäßig. Und dann noch tot ziehen. Okay, sie will sich niemals downziehen, runterziehen lassen, yeah. Aber. Ich weiß, ja, ich weiß der Struktur so, ja. Ich niemals downziehen, niemals downziehen. Mache immer weiter, ja, du wirst bald sehen. Ja. Lass mich niemals downziehen, niemals downziehen. Niemals downziehen, niemals downziehen. Nein, mach mal noch einen Stopp. Ja, warte mal, ganz das kurz. Das ist die Hook. Gib dir mal wenigstens Dingens, was Vernünftiges mit so. Die Chor, die Stimme ist cool. Also die Stimme ist cool, die Melodie ist cool, der Inhalt ist aber wirklich... Aussehen, sie ist süß. Bruder, was sag ich, was sagst du? Man muss doch... sie ist ein ja, hübsches, sie nettes aus, Mädchen. Keine Frage, so. Ja, sie ist ein hübsches, nettes Mädchen. Sie hat sich Mühe gegeben. Aber der Inhalt, da fehlt noch einiges. So die Struktur... Sie war stets bemüht. Sie aber was ich sage, was ihr sagt. Die Location hat nicht gepasst. Sie ist auf der Rückbank. Du bist doch verlobt. Ja, Leute, deswegen, ich zügel meine... Warum achtest du auf andere Frauen? Wo ist eigentlich dein Ring? Beim Auto. Willst du jetzt die Creme? Wolltest du den Ring jetzt holen? Ich glaube, da war noch ein Part. Lieber Pause, lehn ich zurück. Diese Ticker macht dich wild, vielleicht auch verrückt. Hypnotized, jederzeit bin bereit. Hypnotized! Sie ist bei Hypnotized gesigned. Ist sie bei... Die ist bei Hypnotized gesigned. Nein, Dada hat das nicht veranlasst. Die ist niemals bei Hypnotized gesigned. Alter, ist ja Hypnotized. Okay. Ja, komm, Spaß beiseite. Bruder, da fehlt auf jeden Fall inhaltlich noch einiges. Ja, ne? Und die Struktur des Songs. Aber so die Stimme und so ist cool. Gib auf jeden Fall nicht auf, mach weiter, 100%. Safe, zieh durch. Da ist aber noch ein bisschen Arbeit gefragt. So, der nächste ist... Aywa! Ey, kennst du Yusef Abi? Yusef Abi kenn ich nicht. Warum kennst du Yusef Abi nicht? Wie, du kennst den nicht? Los. Boah, das war süß jetzt. Scheiße, ich hätte gesagt, wünsch dir was. Wie, du eine kennst Bipa. Yusef Abi nicht? Junge! Kenn ich nicht. Bruder, der ist bekannter als jeder andere im Internet. Weißt du warum? Warum? Der ist unter jedem Video. Top-Kommentar. Immer. Unter jedem Video. Egal TikTok, welche Plattform. Insta, alles, Bruder. Warum nicht bei mir? Das warum nicht bei Riton? Yusef Abi, zeig dich hier im Chat. Zeig dich, Yusef Abi, jetzt ist er nicht da. Ja, cool, jetzt hat der Angst. Der jetzt hat Angst, dass er Boss bekommt. Einmal hier und jetzt ist er nicht da los. Walla, der Bruder ist immer in den Kommentaren. Ja, ja, immer Top-Kommentar. Der ist überall. Ich küsse sein Herz. Walla. Heftig. Und Bruder, weil der. Aber Walla, der. Ah, da ist er! Ey! Und Bruder, weil der immer so am Supporten ist, weil wenn die Leute uns supporten, darauf supporten wir auch zurück. Jo. Weißt du, wir haben ihn zum Beispiel zum Icon-Event eingeladen. Oh, krass. Weißt du? Ist aber Codes und so weiter verteilt. Ist aber nicht gekommen, super. Ja, er hat damit King-Zeichen gesehen. Er hat uns einfach zum Hund gemacht. Er hat seinen Freund gezeigt, der sagt, ach. So, ich werde eingeladen, aber scheiß Hund. Er hat mich eingeladen, aber ich gehe nicht. Genau. Ich gehe nur, wenn mein Eier sagt. So, und jetzt hat er sich beworben bei Icon 5. Ich bin gespannt. Ja, da haben wir auch den einen Code gegeben. Einfach aus süß. Ja, sehr soll gut. Soll er einfach mitmachen. Let's go, wir gucken. Lass dich mal downziehen, lass mich down. Wie lange ist dauert? Ich hab keinen Plan, hab die Waffe in der Hand. Es geht um Mula, Junker Haram und am Sofa. Um Aluna. Okay, man merkt auf jeden Fall, der Bruder hat Icon 4 Einflüsse mitgenommen. Ja, ja, so Bobby Hunt. Ja, ja, ne? Auf jeden Fall. Also, dieses, das war melodisch, der singe und dieses... Ja, so, mein Luther meinst du? Ja, ja. Ich fand's cool. Mit Fußball wurde es leider nichts.
Der Traum wurde jetzt zerplatzt. Aus dem Stammspieler wurde Ersatz. Ey, das Spiel ist noch nicht aus. Jetzt werde ich auf Stelle nur Hits hauen. Ich zünd den Krieg jetzt an. Du ziehst jetzt auf das Reich. Ah. Wieso kurz? Also guck mal, man muss sagen, Ansätze sind da, ne? Aber ich würde sagen, das ist noch zu frisch, Bro. Voila. Üb noch ein bisschen, trainier noch ein bisschen weiter, geh weiter, machen. Vor allem inhaltlich so ein bisschen, aber Bruder, seine Melodie und seine Stimme. Ey, Bruder, hab ich nicht erwartet. Ich sag ja, Ansätze sind da. Bruder, du musst aber denken, das ist nicht mal, das ist nicht professionell aufgenommen. Bruder, super, super Stimme, Bruder, ehrlich. Ohne Spaß. So, bleib dran, das ist jetzt noch ein bisschen zu frisch. Ne, Icon 5 wäre jetzt noch ein bisschen. So, Bruder, du bist eh kein Minus gegangen. Ja, ne. So, Jani. So, du hast einfach. Jani. So, für und Präsentation. Bessere Chance noch für Icon 6. Wallah, so. Mach weiter, Yusuf. Wir wollen dich unbedingt bei Icon 6 sehen, Bruder. Gib Gas. Ich schwöre. Mal gucken, was draus wird. So, der nächste ist Eddie. Ey, wir müssen langsam. Gleich ist da. Ne? Lass mal, wollen wir noch zwei machen? Warte, guck mal oben durch. Lass mal kurz alle gucken. Welche, zwei ist gut. Na, geht nicht. Lass den da, den dritten. Den machen wir, ne? Ja, nein. Auf jeden Fall. Mach den weg. Keine Ahnung, wer das ist, scheiß drauf. Scheiß auf den. Ja. Warum? Ja, scheiß auf den. So, okay. Wir können jetzt leider nur noch zwei machen, weil gleich ist Iftar gleich und wir müssen das Fasten brechen und wir müssen ja noch essen und bla bla holen, fahren, fertig machen. Oder wir sind schweißgebadet, deswegen verzeiht uns. Die Tage geht's da weiter. Der nächste Künstler ist Ramos. Hier sind die Scheine lila, doch hab ich nichts zu fressen, interessiert es niemand. Mal wieder muss ich zusehen und hasseln. Kein Spieler, doch der Mann ist am Knurren wie beim Fasten. Gut zu falschen Freunden, wenn du wahre Brüder hast. Nachibons geht und ich bleib wie ein Psychopath. Wozu draußen gammeln, wenn ich ein Studio hab? Du hast eine Frage, kein Problem, ich zeig dir, wie ich's mach. Schreibe weiter, damit das Warten sein Ende nimmt. Denn eines Tages seh ich mich selbst in diesem Fernseher drin. Das Leben ist kein Actionfilm, doch legst du dich mit Ramos an. Regnet's fette Schellen, wie bei Batista und Terence Hill. Der war sogar bei DSDS, ne? Echt? Dieses Jahr war der bei DSDS, da hat der auch gerappt. Hat's gereicht für DSDS? Guck mal kurz. Hat's für DSDS gereicht? Aber du darfst nicht lange, ne? Sonst wird das gesperrt. Ja, ich weiß. Stopp, da! Guck mal, sein Name! Rahman Hashimpur und heißt dann Ramos! Wallah, er hat sich einfach zum Latino gemacht. Er ist Latino, Leute. So ein Club, diese. Oh mein Gott. Auf 2 Promille. Ich bin halb Argentinier, halb Albaner. Diese. So, und bei Insta-Bio eine albanische Flagge und dann argentinische. Auf Ola Chica, so. Genau so. Ja, aber das wird für Eike, also keine Ahnung, wie weit der bei DSDS gekommen ist. So. Nee, ich glaube, mit dem Auftritt kam der nicht weiter bei DSDS. Ja, für Eike wird es, glaube ich, auch nicht reichen, Bro, sag ich dir, wie es ist. Die haben schon echt sehr, sehr viele Talentiertere. Ja, und auch viele, die mehr Abwechslung reinbringen, weißt du? So, also das war mir zu eintönig auch. So. Der letzte Kandidat. Der nächste und der letzte Kandidat der heutigen Folge. Und den bewertet Riton. Okay. Kid Cusi. Aber stopp! Hat er eine Brille auf der Schimaskan? Der Bruder wollte auf Gangster machen, aber er hat einfach nichts mehr sehen können und musste dann trotzdem Brille tragen. Oder? Der hat Drip neu erfunden, Bruder. Krass. Die ganzen grauen Tage werden deren Ende nehmen. Walla, der sieht aus wie eine Hummel. Ja. Ja, oh ja, mein Walla. Gott! Wie eine Biene. Ja, Mann. Warte, Mama, stopp. Mach mal die Bewerbung von neu an. Ich will den Beatdrop nochmal hören. Mach mal von neu. Von neu. Bruder, Kid Cusi. Autotune andersrum gedreht, kann das sein? Von neu. Er hat nicht Bass Boost, er hat Bass Downgrade. Er hat Bass Zero gemacht. Downziehen. Alter. Downziehen. Lass dich nicht downziehen und er hat den Beat down. Wow. Downziehen. Wir müssen ein Feature machen. Richtig. Alles weiter. Drei, zwei, eins. Und der Impfung wird dieser Traum aufs Ende. Wallah, der Beatdrop ist einfach nicht gekommen. Der ist kommt einfach noch. Gegangen. Der kommt noch. Der kommt nach Iftar. Ich wache wieder auf. Die ganzen Tage werden deren Ende nehmen. Und deshalb bin ich schon. Alter! Das klingt wie ein. Wie ein satanistisches Ritual. Boah, wie so ein Fluch, ne? Oh mein Gott, ich schwöre auf Erden. Die wollen uns hier ver...
Die wollen, dass wir das Fass brechen. Wow, wey, wow, wey, wow, wey. Wallah, kurz vor Fass, oder lass mal nicht weiter. Ohne Spaß. Die wollen, dass wir... Die wollen, dass wir... Der eine macht Werbung. Horrorspiel. Der eine macht Werbung, Schleichung, der andere macht Rituale. Leute, wir müssen aufpassen. Wallah, wo sind wir denn hier? Bei Gott. Eigentlich wollten wir... Das war keine gute Entscheidung, von hier hinzukommen. Das war alles geplant von uns zwei. Willst du nicht mehr rauskommen. Und jetzt hast du auch... Leute, bitte, wenn ihr das seht, bitte. Bevor ihr irgendwer ernst nimmt. Leute. Mit PS2 aufgenommen, ja. Wolle Wirtschafts an, Digga. Über Party, Schwein. Über Party. Mit Toaster. Heftig, ich schwöre. Wow. Krass. Ja. Ja, können wir beten dann hier, ne? Ja, Mann. Danke für den Stream, Leute. Danke für das Video. Danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du da warst, Bruder. Hat Spaß gemacht. Es freut mich, dass ich hier sein durfte. Man muss mithalten. Man darf keine Schwäche zeigen. Man darf... Leute, danke, dass ich dabei sein durfte. Alle Kuss im Chat. Danke, danke, danke an jeden, der da war. Komm, du machst das Outro und sonst was. Ja, man gehört dir. Beende erstmal das Video, bevor du den Stream entbändest. Okay. Leute, danke fürs Zuschauen. Ihr seid die Krassen. Ihr seht, ich habe Icon rasiert eigentlich schon, bevor es jetzt zu Ende ist. Ich habe gewonnen. Das hat nicht mal angefangen. Hat nicht mal angefangen, Icon. Ich habe trotzdem schon gewonnen. So, deswegen, ich freue mich drauf. Ich nehme diese Trophäe, diesen Sieg mit Ehre und Stolz und werde zeigen, dass Icon das verdient hat, mich bei sich auf dem Boot zu haben. Du wirst Deutschland revolutionieren. Deutschland revolutionieren und Hamed wird sehen. Besser, ey, ohne Spaß, besser, wir treffen uns nicht in echt oder laufen uns über den Weg, weil sonst wird was Schlimmes passieren. Für die, die mich nicht kennen, bis jetzt nicht kannten, Leute, ihr könnt auf TikTok abchecken, einfach Riton eingeben, ihr findet mich. Richtig. Danke fürs Zuschauen. Wird sich lohnen, sehr, sehr lustiger Entertainer. Ja, ist auch jeden Tag live, ne? Jeden Tag habt ihr Unterhaltung. Wirklich, checkt den unbedingt ab. Ich küsse eure Herzen und da würde ich sagen, Leute, habt doch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Ciao, ciao.